Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Motorsport. Und wir befinden uns wieder in dem Builders Cup mit der Toyota Supra. Wie in der letzten Folge auch schon. Und jetzt gucken wir mal, was unser Tuning gebracht hat. Wir haben es ja am Ende der letzten Folge nochmal kurz angetestet. Vielleicht ist euch eben schon aufgefallen, ich habe ein Design draufgezogen. Von dem guten Stewie. Das habt ihr jetzt natürlich auch schon im Thumbnail gesehen. Wenn euch das Ganze natürlich gefällt, einfach Designs suchen und Stewie Design eingeben. Da findet ihr das. Wird noch nicht ganz so viel vorgeschlagen wie in FA5 oder in FA4 damals. Aber wenn man nachsucht, findet man es. Und ich kann euch so viel sagen, da gibt es auch schon mehr als nur dieses eine Design für die Supra. Was ich eben gesehen habe, waren, glaube ich, 4 oder 5 Designs tatsächlich. Kann man sich also ein bisschen austoben. Also auf jeden Fall ist er ganz schön untersteuernd geworden. Da müssen wir gleich mal im Feintuning ein bisschen rangehen. Ein paar Knöpfe drücken dafür, dass das besser wird. Habe ich jetzt gar nicht so schlimm in Erinnerung gehabt. Liegt tatsächlich auch ein Tag jetzt zwischen der Aufnahme. Aber da müssen wir was machen. Aber das können wir, denke ich mal, auch gleich noch nach dem Training machen. Und dann können wir im Rennen wieder gucken, wo fehlt ihm was. Wo wollen wir als nächstes rangehen. Aber ich würde fast sagen, wir könnten, wenn dies Untersteuer nicht wäre, tatsächlich an den Punkt Leistung ein bisschen gehen. Dass er mehr Leistung kriegt. Auch wenn ich letztes Mal noch ein bisschen was anderes gesagt habe. Aber ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Weiß, ich sage jetzt was anderes, als ich in der letzten Folge gesagt habe. Aber man muss auch dazu sagen, es ist eine andere Strecke. Ist, denke ich mal, auch das Coole an dem Builders Cup. Man fährt das Auto nicht nur auf einer Strecke, sondern hat da gleich ein paar Strecken, wo man das Ganze testet. Okay. Wir gehen vielleicht doch wieder zu dem, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Bremsen und Reifen weiter ausbauen wäre auch nicht schlecht. Vor allen Dingen dieses Untersteuern muss weg. Dieses Untersteuern ist ja... Das ist nicht schön. Also ist mir letztes Mal gar nicht so stark aufgefallen. Vielleicht werde ich aber auch ein bisschen feinfühliger, denn zwischen der Aufnahme des letzten Builders Cups und dieser liegt zwar ein Tag dazwischen, aber ja, ich bin so auch ein bisschen gefahren und habe mir Forza Motorsport sogar schon mal ohne Aufnahme jetzt angeguckt. Bin ein bisschen rumgefahren. Einfach auch, um mal ein paar andere Sachen zu sehen, auszuprobieren. Wie funktioniert was? Was bringt wo was? Und da werde ich euch gleich auch ins Tuning mit reinnehmen, wo ich jetzt der Meinung bin, was ihn besser macht. Ob das jetzt allerdings hundertprozentig richtig ist, kann ich euch nicht garantieren, aber und da haben wir wieder viel zu spät gebremst. Aber ihr könnt zumindest sehen, was ich mache. Und ihr seht ja dann auch, ob es was bringt oder ob es gar nichts bringt. Ihr seid dann quasi
live dabei beim Einstellen. Aber das Untersteuern, das muss weg. Also als erstes werde ich Stabis vorne weicher machen, hinten vielleicht ein bisschen härter. Federn vorne weicher. Dann muss ich erstmal gucken, was ich überhaupt schon machen kann. Fällt mir gerade auf, weil um die Stabis einzustellen, werde ich wahrscheinlich erst Stabis einbauen müssen. Und für die Federn wahrscheinlich erst Federn oder Fahrwerk einbauen müssen. Ja, ich würde sagen, wir gehen da mal hin und gucken mal, was wir jetzt machen können überhaupt. Das ist ja nämlich jetzt die nächste interessante Frage. Und dann vielleicht auch schon der Schlüssel zu dem, was wir als nächstes einbauen sollten. Wir sollten vielleicht gar nicht auf Bremsen gehen, sondern die Teile einbauen, dass wir das machen können. Oder so weit freifahren, dass wir das machen können. So, Reifen können wir, Übersetzung, Ausrichtung, Stabis können wir nämlich nicht, Federn können wir auch nicht. Ja, wir können noch nichts machen, was uns jetzt wirklich was bringt. Wir können nur die Reifen ein bisschen machen. Dann würde ich vorne ein bisschen vom Druck runtergehen, hinten auch ein bisschen. Wird jetzt nicht so viel bringen, es wird jetzt nicht weg sein, wenn das überhaupt was bringt. Also, marginal was bringen. Was wir auf jeden Fall machen können, ist, wir passen unseren Sprit an. Ganz wichtig, weil weniger Sprit mit ist, weniger Gewicht. Und dann können wir schon zum Rennen gehen. Und wo ordnen wir uns jetzt ein? Der Wagen ist zwar übersteuernd, hat so seine Schwächen damit. Ich würde auf jeden Fall gerne links starten und dann gehen wir noch eins zurück. Also gehen wir auf 17. Das machen wir. Das hört sich gut an, glaube ich. Ziel ist natürlich immer, wie immer, der dritte Platz. Alles darüber ist Bonus. Kraftstoff haben wir eben schon eingestellt. Brauchen wir nicht gucken. Können wir direkt los. Gucken wir gleich mal, dass wir hier am Start gleich mal ein paar Meter gut machen. Nur nicht zu aggressiv. Wird gerne nach rechts, aber da sind natürlich wahrscheinlich... Nee, ah, ist keiner. Ah, doch, war einer. Oh, sorry. Tut mir leid, war ich nicht. Auf jeden Fall haben wir ein paar Plätze gut gemacht, haben hier gerade unseren Bruder sozusagen überholt. Also den BMW, als die Toyota rauskam, oder als die Toyota Supra rauskam, haben wir alle gesagt, das ist ein halber BMW. Was macht ihr denn hier? Da muss ich hinten vorbeigehen hier. Wenn die da einen Parkplatz aus der Kurve machen. Ja, haben ja alle gesagt, das ist ein halber BMW. Es steckt so viel BMW drin, ist ja gar kein Toyota. Aber inzwischen haben sich die Stimmen auch gelichtet. Und ich glaube, die Toyota Supra hat inzwischen ihren Platz in den Automobilherzen von vielen gefunden. Ja, war jetzt aber schon ein bisschen aggressiv von dir, ne? Das siehst du ein, oder? Und ich würde sagen, wir machen mal was anderes. Wir gehen mal in den Außenmodus und fahren mal so eine Runde. Ihr habt es ja gesehen, ich bin ja sonst immer Lenkradmodus quasi gefahren. Oder Lenkradansicht. Oh, oh, ja. So machen wir keine Plätze gut. Aber gut, wir sind auf Platz 9 schon wieder. Wir haben noch 4 Runden. Ja, zurück zum Thema, was ich eigentlich wollte.
Ich gehe mal in die Außenansicht und versuche mal so zu fahren. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Innenansicht, weil es realistischer ist. Oder Außenansicht, weil es vielleicht schöner aussieht, so zum Angucken. Und man natürlich auch die Autos rechts und links von einem viel, viel besser sieht, was ich einen wirklich großen Vorteil sehe. Zumindest mit der Prämisse, dass es kein richtiges HUD gibt. So wie wir es zum Beispiel aus ACC kennen, wo einem dann angezeigt wird, wo einer ist. Wir haben nur die Pfeile. Aber ja, da weiß man auch nicht richtig, wo ist der Gegner. Man weiß es nur ungefähr und weiß, dass der wer ist, aber das würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen. Aber das soll, glaube ich, meines Wissens auch noch kommen. Und was ich inzwischen auch rausgefunden habe, je mehr Segmentpunkte ihr bekommt, desto schneller levelt ihr euer Auto. Klar, inzwischen ist auch bekannt, man kann auch das Auto selber fahren lassen, damit es sich hochlevelt. Aber ich habe ja letztes Mal schon gesagt, also ich werde das sogar im Builders Cup einfach im Builders Cup Style weitermachen, bis dieses Auto auf Level 50 ist. Also zumindest immer wieder, wenn wir was Neues freischalten. Also ich denke mal, die Stufensprünge werden dann höher. Dass ich dann vielleicht auch mal ein, zwei Rennen ohne Aufnahme fahre oder zwischendurch wegschneide. Und dann quasi ein Rennen, so 6, 7 Runden zeige. Dann vielleicht noch 2 fahre, bis wir wieder wo sind, dass wir was freigeschaltet haben. Dass das Ganze natürlich auch so ein bisschen interessant bleibt. Weil bis wir auf Level 50 sind, da müssen wir schon noch ein bisschen was für tun. Ihr seht, wir haben jetzt erst Autostufe 7. Okay, wir sind auch erst ein Rennen gefahren. Beziehungsweise wir haben ja mit Stufe 4 jetzt, glaube ich, in dieses Rennen gestartet. Also schon wieder 3 Stufen gemacht. Ihr seht es oben. Das gibt richtig Punkte dazu, wenn man das Segment relativ hoch hat. Und dazu bleibt ihr am besten einfach auf dieser Linie, weil die Ideallinie ist halt die ideale Linie. Da lässt sich nichts dran ruckeln. Auch wenn man sie aus hat, sieht man ja, also wenn man so wie ich hat, nur die Bremspunkte, sieht man sie ab und zu. Wenn man sie ganz aus hat, kann man natürlich auch machen. Muss man sich selber rantasten und selber die Ideallinie finden. Kann natürlich auch was sein, wo man sagt, boah, jetzt habe ich sie aus und habe jetzt über mehrere Runden diese Strecke verstanden und rausgefunden, wie sie funktioniert. Und man schafft es vielleicht dann irgendwann auf 10.0, was die Höchstwertung ist, ohne dass man das Ganze hier vom Spiel vorgegeben kriegt. Also da ist halt auch wieder so ein Punkt, da kann sich jeder seine Schwierigkeit nochmal so ein bisschen selber wieder einstellen. Und ich finde, ja, wir haben jetzt noch nicht Übermaß an Content, aber ich finde, man kann hier schon einiges machen. Also man kann immerhin 500 Fahrzeuge fahren. Wir haben schon einen Online-Modus, der, soweit ich das jetzt beurteilen kann, auch gut funktioniert. Also ich habe jetzt noch keinen gravierenden Bug gefunden, außer dass mir das Spiel den einen Tag 2, 3 Mal abgeschmiert ist. Da muss ich allerdings zusagen, dass ich nicht weiß und nicht beschreien würde, dass das jetzt direkt an Forza Motorsport liegt. So ein bisschen kann man sich übrigens auch an der KI orientieren, wo die Ideallinie ist. Denn die KI bleibt ja auf dieser. Ja, Entschuldigung, dass ich die angestupst habe, aber ich brauche deinen Platz.
Ja, auf jeden Fall kann man sicher da auch so ein bisschen eigene Challenges machen. Oder den eigenen Skillfaktor verbessern, indem man wirklich immer wieder fährt, fährt und fährt, bis man eine Strecke wirklich gut kann. Und wenn man eine Strecke gut kann, kann man dann das Auto wechseln, die gleiche Strecke fahren, dass man dann diese Strecke mit mehreren Autos, seht ihr da, 10 von 10,0 Segmentpunkte. Und sogar auf dem zweiten Platz hier vorgekommen schon. Nur den ersten noch? Ja. Und ich sag mal so, ja, natürlich geht das auch alles einfacher. Man kann das Auto auch von sich selber fahren lassen und hat das Auto dann auf 50 und. Aber auf der anderen Seite. Ich finde das wirklich nicht schlecht, weil man beschäftigt sich mit dem Auto und man hat immer wieder was zu tun. Man kann sich ein neues Auto nehmen, fährt das wieder frei. Hat man das fertig, nimmt man sich das nächste. Es ist nicht so wie, ja, wie in Forza Horizon ist, man kommt rein, man hat alle Autos. Man hat noch einen Anreiz, jedes Auto auch hochzufahren. Und ich denke mal, da trifft der Spruch. Der Weg ist das Ziel, doch eigentlich wirklich gut, trifft gut drauf zu, so. Weil immerhin, es ist ein Rennspiel. Wir haben uns das alle geholt, weil wir Rennen fahren wollen. Dann lass uns doch auch Rennen fahren und nicht rummeckern. Also. Super gemacht. Wir sind Ich bin bei der aktuell X gelandet. zufrieden mit dem Spiel, so wie es ist. Für das, was es jetzt ist. Und ich freue mich tierisch drauf auf das erste Update, wo eine neue Strecke kommt, neue Autos kommen oder was auch immer. Also es ist ja viel möglich. Ich weiß nicht, inwiefern ihr die Videos von Ray geguckt habt, aber da kann ich ihn so ein bisschen mal einfach mal zitieren, sage ich mal. Also Ray von den Pixelhelden, wer das jetzt gerade. Ich glaube nicht, dass das irgendwer gerade nicht wusste, aber nur der Vollständigkeit halber. Wisst ihr, bin ich auch öfters bei den Aufnahmen dabei. Sehr glücklich drüber und eins meiner größten Vorbilder. Aber da kommen wir gleich weiter zu. Wir gehen jetzt hier erstmal kurz weiter und gucken mal, was wir jetzt machen können. So, wir haben eben gesagt, wir wollen das Untersteuern wegkriegen. So, das heißt, wir brauchen Stabis. So, ich weiß nicht, ob wir. Sollen wir Federn nehmen? Nee, können wir gar nicht. Können wir noch gar nicht. Oh, es gibt ein Driftfahrwerk. Interessant. Ja, was ist mit Bremsen? Dann wäre alles weg. Wie sieht es mit den Reifen aus? Hatten wir schon. Hatten wir schon. Dann könnten wir tatsächlich wirklich auf die Bremsen gehen. Oder wir nehmen ein bisschen mehr Leistung, aber ja, bevor wir mehr Leistung nehmen, würde ich, glaube ich, wirklich erstmal auf die Bremse gehen. Und den Karosseriebausatz, auf den wir bei Level 45 kriegen, da freue ich mich jetzt schon drauf, da. Wie der hier aussieht. Ja, die Sache ist halt wirklich, ja, bauen wir jetzt hier großen Bremsen ein, sind die Reifen mit den Bremsen überfordert. Könnten auch Karosserieversteifung machen. Soll ihnen beim Bremsen auch was geben? Würde ich das sogar machen? Ist die Frage, was machen wir? Wir nehmen erstmal den. Könnten wir. Müsste jetzt eigentlich vom Gewicht weniger werden. Ja.
Oder wir nehmen halt eine. Aber wir nehmen die Schwungscheibe. Und haben noch 100 verfügbar. Warum bin ich jetzt rausgegangen? Guten Morgen. Gehen wir nochmal rein. Und dann könnten wir tatsächlich. Finden wir noch was für 50, ist die Frage. Kupplung. Ja, komm, dann nehmen wir die Kupplung mit. Das machen wir so, fahren wir jetzt erstmal. Und jetzt ganz wichtig, oder was heißt wichtig? Wir können jetzt nämlich unsere Stabis weicher machen. Und die Federn noch nicht genau, Dämpfung auch noch nicht genau. Klar, von daher würde ich hier auch, ich sag mal jetzt so, was, Maximum 40, machen wir ruhig mal 30, 10. So annähernd zumindest. Und probieren mal, wie er damit fährt. Und das Ganze machen wir so wie letztes Mal. Das machen wir nämlich jetzt nicht in dem Builders Cup. Dazu gehen wir jetzt auf eine separate Strecke wieder und testen ihn da mal aus. Einfach nur testen ohne drei Avatare. Maple Valley ist breit, schnell und verzeiht relativ viele Fehler. Ja, Maple Valley gucken wir uns nächstes Mal an. Aber wir verlassen jetzt nochmal, gehen halt in den normalen Modus. Und dann können wir zwischendurch auch nochmal schnell ins Tuning gehen, einfach. Machen wir einfach die schnelle Konfiguration. Das ist auch so ein kleiner Punkt, so eine ganz kleine Kleinigkeit. Schlagt mir doch einfach das Auto, was ich zuletzt hatte, ganz vorne vor. Was nehmen wir denn? Ich hätte, glaube ich, gerne den Nürburgring. Und wir nehmen die kurze Strecke. Wir nehmen ruhig drei Runden, aber wir nehmen keine drei Avatare dazu. Wirklich einfach nur zum Gucken. Wie es ist. So. Ja, dass wir jetzt Regen haben, das ist natürlich nicht so toll. Nee, das gefällt mir nicht. Das müssen wir gleich nochmal ändern. Verlassen. Und auch das. So, merkt euch doch die letzten Einstellungen, die ich gemacht habe für Rennen. Also klar, das ist jetzt so ein bisschen Meckern, aber ich muss sagen, das ist ein Meckern auf hohem Niveau. Ganz klar dazu gesagt. So, dass das Wetter hier immer auf, dass es immer halt diese Standardeinstellung ist. Merkt es euch bitte einfach. Ist vielleicht so ein kleiner Punkt, den man vielleicht nachbessern kann. Ja. Aber jetzt haben wir gutes Wetter. Also mit dem Design sieht schon gut aus, oder? Wir merken gleich, der Einbau der Kupplung hat uns viel gebracht, also gefühlt schon echt viel, weil die Schaltzeiten bei Weitem besser sind. Und auch das mit dem Untersteuern ist besser geworden. Aber da
geht noch was. Ich würde jetzt eigentlich als nächstes an die Federn gehen. Da wir aber noch keine Federn haben. Muss ich echt in die Box, um das ändern zu können? Ja, die Frage ist jetzt, gehen wir jetzt auf einen noch extremeren Wert? 1,40 zum Beispiel. Mal probieren wir was dazwischen. Wenn ich jetzt reingehen könnte, würde ich es einfach erstmal ganz krass auf 1,40 machen, probieren. Und wenn nicht, wieder ein Stück zurückgehen. Oder wir sagen halt, das ist so. Fahren ihn so. Und können das nächste Mal, wenn wir fahrwerktechnisch was machen können, das Fahrwerk aufbessern. Was natürlich dann bedeuten würde, könnten dann die Federn machen. Dafür müssten wir allerdings ein bisschen fahren. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht... nicht jetzt so viel fahren, dass wir im nächsten Builders Cup das auch schon haben. Das würde ich schon in dem nächsten Builders Cup freifahren wollen. Aber die andere Variante wäre natürlich, wir ziehen den Builders Cup nicht in Länge. Wir fahren den Builders Cup nur und ich fahre dazwischen nochmal ein paar Rennen. Dass wir dann nach den einzelnen Builders Cups mehr machen können. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr besser finden würdet, wenn wir hinten dranhängen. Was dann natürlich bedeuten würde, es würde noch mehr, würden noch mehr Folgen mit einem Auto sein. Oder wir das Ganze einfach, oder ich das Ganze so einfach steuer, quasi, dass wir im letzten Builders Cup quasi voll aufgebaut sind. Also in den letzten Builders Cup quasi mit Level 50 des Autos fahren und es voll aufgebaut fahren können. Jetzt, wo ich so erzähle, gefällt mir die Variante eigentlich noch besser. Würde allerdings auch heißen, ich kann ruhig noch ein bisschen fahren. Fahre vielleicht so viel jetzt, ja, so machen wir das auch. Ich fahre jetzt so viel noch, dass ich das Fahrwerk habe, dass ich dann die Federn einstellen kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn wir uns wiedersehen, habe ich quasi schon die Federn drin. Zeige euch da auch, wie ich sie eingestellt habe. Und dann fahren wir den nächsten Builders Cup zusammen. Ich finde die Idee gut. Wenn du eine bessere Idee hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt hier quasi eine fliegende Ausleitung. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Abo da. Dann verpasst du nämlich die nächste Folge nicht. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.